Statmoraisch. Hallo. <laughs> Ton ist noch raus. So, jetzt aber. Ein Glück. Ich habe nämlich gerade meine Geheimzahl durchgegeben. <laughs> Ein Glück weil das Mikrofon noch raus. Nee, ohne Scheiß. Ich, ich begrüße euch recht herzlich zu dem Stream. Ich habe ja gesagt, wir sehen uns heute noch. Und es ist schön, dass wieder so viele mit am Start sind. Ey, Leute, wie sieht es denn in euch aus? Ich freue mich wirklich. Ich kann es jetzt besser zeigen, weil ich jetzt. Ich bin durch die Arbeit noch so ein bisschen Adrenalin geladen. Äh, und bin jetzt echt äh Uah, Minnesota, was ist das jetzt? Marklitz wechselt nach Minnesota. Ah, Vikings bekommen Nachwuchs. Nee, Quatsch. Ähm, und ich, ich, ich freue mich wahnsinnig, dass es zu so Friedhelm wo ist. Ohne Scheiß. Wenn du so gelesen hast, so klo. Nix geht die Leute so, ne? Aber wenn du, wenn du gelesen hast, Klose und so weiter und so fort. Und jetzt ist es endlich offiziell, der Betzer hat es verkündet. Ähm, also ich, ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich wirklich von Herzen. Ich hoffe, euch geht es ähnlich, aber ich begrüße erstmal die Leute. Ja, Sven, die Vivier, hallo. mal gespannt, was er auf der PK sagt. Das, äh, ich auch, ich auch. Master, Hallöge. Äh, die in Simone, wenn ich das richtig, ey zum Schluss ist das ein Kerl, ja? Ich, ich sag ich das richtig? Heißt du also? Heißt du? Heißt du auch so? Ist dies dein Name? holdes Weib. <laughs> Oder Edler, ja? Ich weiß es nicht. Je nachdem. So Ramona, hallo. Ach, Pelter ist auch da. Guck mal, der Ramona. Ich hoffe, dir geht's wieder besser, Ramona. Antissimo, Syntax. Hey Flo, Alex, <laughs> hallo Alex, Marco, Christian, ach Mensch, was seid ihr alle bekloppt. Diana, hallo, gute Sascha, ja, guck mal, der Sascha chemnitz ah du, ach Gott, ist das schön. Ne, jetzt mal ohne Mist, ist das jetzt schön oder ist das schön? Ey, wie ich die offizielle Nachricht da gelesen habe, dachte ich nur so, oh endlich ist es offiziell. So, ich halte es nämlich aus, ich platze bald. Ich freue mich so sehr. Ich, ihr habt wirklich keine Ahnung. Ich könnte jetzt gerade schon wieder heute. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, cool bleiben und äh, einfach cool bleiben. Einfach cool bleiben und äh, ihn arbeiten lassen. Hoffentlich spricht keiner irgendwie rein oder so. Aber das sind ja Horror-Szenarien, die macht man gar nicht auf. Jetzt geht's ums Arbeiten und da habe ich volles Vertrauen zu 100 und hoffe, uh, ihr auch. Ohne Mist, jetzt, jetzt alle an einem Strang. Ey, mehr gehen, mehr fahren am Sonntag, am Sonntag auswärts, Nürnberg. Ey, ich, ich. Ach, ich hoffe, inständig. Nein, ich hoffe nicht. Ich glaube daran, die hauen mir weg. Die hauen mir einfach weg. Und jetzt, jetzt schafft man den Turnaround. Ohne Mist. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. So. Was mache ich, Dr. Litz? Sonst platze ich noch. Mache ich, Dr. Litz? Sonst platze ich noch. Warum? Was denn los? Hä? Ah, doch Ton ist da, ne? Hört ihr den Ton? Ja. Müsst ja. Musik im Hintergrund und gleich haben wir noch was anderes im Hintergrund. Jo, Simone, kein Kerl. Ach, da halt nett. Ach so? warum sagt mir keiner, dass ich die Dinger falsch rum anhabe? Sag mal, ich gucke da wie so ein Depp. Banjo, hallo. Guten Abend. Fast zu spät. Nö, nö, nö. Noch hast du nichts verpasst. Ich meine, klar, Uhrzeit ist erreicht, aber. Und bitte, 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 glaubt keinem anderen irgendwelche abenteuerlichen Stories. Wenn's der Betze verkündet, ist es offiziell. Was habe ich gesagt? Und hier ist es offiziell. So, Zack. Und ich, ich kann nur nochmal davon abraten, was in irgendwelchen Gruppen geschrieben wird. Natürlich hat die eine oder andere Gruppe äh, nichts falsch gemacht, ja. Aber so das mit dem, ich weiß immer noch, hier, das geht man immer noch nach mit diesem SWR-Informationen SWR und so. Das, das war so gelogen und das darf nie, nie mehr passieren. Seid einfach ein bisschen sensibel, was das betrifft. Manuel, hallo. Was? Ajo, ah, sonst bin ich vor lauter Vorfreude besonders geplatzt. Ich bleibe ruhig. Oh, nee, ich kann nicht ruhig bleiben. Ich bin so voller Adrenalin. Wenn ich jetzt loslaufen würde, na, da wäre ich. Am Spieltag noch nicht in Nürnberg, obwohl ich so nah dran wohne. Puh. Glaubst du, die Spieler haben jetzt verstanden, um was es geht? Ja. Ja. Und wenn nett, haben wir ja noch ein Video. Ja. Doch alle eine Einheit ohne Mist. Es geht nur so und ich glaube, Friedhelm Funkel ist tatsächlich der richtige Kandidat von denen, die zur Wahl standen, beziehungsweise auch die, die verfügen. Das darf man nicht aus dem Spiel lassen. Ne? Das darf man auch nicht so, der finanzielle Aspekt ist durchaus ein Aspekt und ich halte äh, Thomas Hengen für so kompetent, äh, dass der schon weiß, was er macht und was er lässt. Ja? Also wirklich ich, ich glaube an den, ich glaube auch wirklich, dass wir man, dass man das packen, aber wenn wir es packen, dann nur zusammen. Das geht alleine nicht. Ja, immer so die Ego-Nummern, ähm, das wird nicht funktionieren. So, okay. Was habt denn ihr noch so geschrieben? Je älter der Bock, desto härter das Horn. <laughs> Sehr schön. Äh, ich höre nichts. Achso, ja, gut, aber da war das Ding noch aus, ja. Ich hatte nämlich kurz vorher noch Kunden, Kunde am Telefon. Äh, ich kann Lippen lesen, 0852, sehr gut. <laughs> ja, ja, ich habe auch schon gehört. Also, was, was da Leute in dem Stream von gestern, die hören nicht zu. Sie hören nicht zu. Aber ist nicht schlimm. Man kann ja nachfragen, ne? Nachfragen tut nicht weh. Reißt da keiner die Eier ab. So. Servus, mein Freund. Achso, habe ich schon gelesen. Hello again. Ja, stimmt, Christian, das stimmt. Heute hat man ja schon gestreamt. Bekloppt. Ein Glück, kein Klose oder sonst ein Experiment. Und das, glaube ich, das war. Nö, ne, ich weiß das ja. Das war meine größte Angst. Dass man in irgendein Abenteuer reinschlittern, wo man im Vorfeld schon weiß, oh nein, oder ahnt, nicht weiß. Das weiß man vorher nicht. Aber stellt euch mal vor, echt, mir wäre da wieder in irgendwas reingeschlittert und man hätte wieder so ein ähnliches Gefühl, dass das tut der FCK-Seele einfach nicht gut. Guck mal, der, unser Freund, unser lieber Freund Felix, der hatte doch. Habe ich das eingeblendet? Das hatte ich doch hier eingeblendet gehabt, ne? Aber ich sehe es gerade nicht mehr. Nee. Ist wahrscheinlich auch schon wieder. Ich hab's anscheinend schon wieder gelöscht. Weil der hatte doch den Cartoon da gemacht, ne? Wieso der Betze-Fan am Tropf hängt, also an, an, am Scholleglas. Genauso fühlt man sich. Ich schaue nochmal schnell. Ah, das habe ich im Betze-Schwitze, glaube ich, gezeigt. Das war gar nicht hier. Oder doch? Nee. Nee. Also hier im Dokument ist nichts mehr drin. Ja, oder ich habe es halt gelöscht. Das könnte durchaus sein. Ja, also wirklich Wahnsinn. Geht die Laune gleich hoch. Ja, auf jeden Fall, aber auf 188, ja? <laughs> ich bin überzeugt. Manuel, du kannst auch davon überzeugt sein, mehr schaffe das auf jeden Fall. Oh, wobei, mir schaffe das, ich muss ich mich nur noch so dahin stellen, ne? Ja, genau. So, sehr gut. Ich sag mal so, der Betze wollte Oldschool, jetzt habt ihr Betze Oldschool. Absolut. oldschool Block forever <laughs> Ach ja. David, bin mal auf die ersten Stimmen gespannt. So soll es sein. Nach Baumgart, in Klammer unrealistisch, schreibt Andreas Blum, meine favorisierte Lösung. Hey, nochmal, ich hätte saugern Marco Kurz da gehabt, ohne Mist. Das, das wäre optimal gewesen. Ich habe mit dem Sonntag telefoniert. Ey, das wäre das wär so ein geiles Ding geworden. Aber jetzt sage ich euch auch ganz ehrlich, Friedhelm Funkel. Alter, Friedhelm Funkel, überlegt euch mal. Ich habe aber heute Morgen schon äh, gemahnt, ich habe zu viel Ehrfurcht. Ich musste, ich muss, ich muss da auch versuchen, irgendwie äh, realistisch zu bleiben. Ne? Man darf nicht den Leuten irgendwie so ein. Guck mal, das, das übt ja auch dann wiederum Druck aus, ne? so Leistungsdruck und Erwartung. Ich habe ein Video gesehen, Friedhelm im Funkel kommt äh, durchs Tor am Platz 4, wird extrem toll begrüßt, ne? da wurde wird geklatscht und gemacht. Ne? Der, 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 der hat sich schon fast geschämt, ja. <laughs> so hat es zumindest ausgesehen. Ey. Ich glaube, er muss das auch erstmal realisieren, wie sehr wir uns darüber freuen. Und äh, ich glaube, was passiert, wenn der erlebt, wenn wir da die, die Dinger jetzt gewinnen? Was 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 der denkt, wenn, wenn die Kurve, wenn das ganze Stadion so richtig vor Freude explodiert? Puh. Es ist wirklich, es ist wirklich bekloppt. Betze ist bekloppt. Hm, meine Favorit-Lüge. ah genau hier ist es. Hey Ma, hallo Ma. Jetzt bin ich auch überzeugt davon, dass wir das schaffen. Ja, bin hoffnungsvoll gegen Nürnberg. Ich auch. Guck mal, der weiß ganz genau, was er macht. Der hat doch, der hat so viel Erfahrung, der Mann. Ähm, absolut bestmöglicher Trainer, schreibt Simon. Hallo Simon, schön, dass du da bist. Ähm, laut HSV sollte Hamburg auch an Funkel interessiert gewesen sein. Ja, er geht halt nur zu Bestern. Nee, ob nee, ein bisschen Spaß muss, hin, oder? Ja, so viel Erfahrung. Autoritätsperson. Äh, Connor hat, glaube ich, irgendwas gesagt von oder geschrieben hier, äh, Vaterfigur. Ne? Das könnte durchaus ein Punkt sein, aber da darf man jetzt nicht so viel in einen interpretieren, finde ich. Jetzt kann der Marc endlich wieder schlafen. Also heute Nacht werde ich richtig gut schlafen. Das auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite Kanalmitglieder können sich noch freuen heute Abend ist wieder unzerstörbar Aufnahme. Ich werde nach dem Stream runter was essen. Wahrscheinlich muss ich danach kurz äh, unter die Dusche. <laughs> Je nachdem ob es eskaliert halt oder nicht. Dann bin ich wieder hier und dann wird gestreamt unzerstörbar Aufnahme 82. Würde mich freuen wenn der eine oder andere noch äh, zum Lauschen zumindest vorbeikommt. So, aber exklusiv für Kanalmitglieder, da bitte ich um äh, Verständnis. So ist halt äh, was Besonderes ähm, als kleines Goodie sozusagen für die Unterstützung. Also, das äh, wäre schon nett, wenn das akzeptiert wird oder respektiert wird. Einfach nur Verständnis äh, dafür haben. Gut, äh, bei aller, also und dann gibt es die Audioversion sowieso gegen 23 Uhr oder sowas, ist die dann auch im Audiofeed. Also für jeden kostenfrei natürlich. Ha? Waffe Wolfgang, ich, ich bin gerade blind auf dem Ohr. Aber bei aller Freude Füße auf dem Boden, und äh, und Supporten, was das Zeug hält, geschafft es heute noch nichts. So ist es, so ist es. Aber Flo, du musst doch aber A verstehen, wie ich das meine. So diese, diese, dieser ganze Frust, diese Last, die man als Fan so mitbringt. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir? Ich glaube, da sind wir uns doch einig, oder? So dieser, dieser. Einfach so dieses negative Gefühl, das man ständig irgendwie hat, dann die Aufregereien und dann siehst du, guck mal, die Paderborn gegen Paderborn, erster Halbzeit gegen Paderborn. Ich guck mal, manche sagen vielleicht gut, gegen Nürnberg das erste Spiel, ne? Pokal, da haben wir sogar zu Null gespielt. Ist okay. Das einzige Spiel im Übrigen zu null. So. Und trotzdem behaupte ich gegen Paderborn, und da bin ich mit dem, äh, Connor einer Meinung, habe ich zumindest vorhin rausgehört. Vielleicht interpretiere ich das auch falsch. Das war die beste Halbzeit, die wir gespielt haben. Und der ist Ich bin saugespannt. Also, meiner Ansicht nach. Meiner Ansicht nach. Um Himmels Willen. Äh, Alex, du hast mal WhatsApp geschrieben. Soll ich die dann im Stream vorlesen oder ist die nur für mich? Das müsste ihr vielleicht alle halt zuschreiben, ne? So, guck mal, der Simon hat auch nochmal was geschrieben, aber vorher haben auch noch Leute geschrieben. Ach, äh, ah Junge, wir schaffen das. Klasse halt und Pokalfinal. Also, es ist noch nicht losgegangen. ne? alles, alles safe. Ach ja, Legende ever, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte FF schon nach Schuster. Erfahrener Trainer. Verrückt, wie erleichtert man doch ist. Absolut. Heute Morgen bin ich noch wach geworden dachte mir nichts Neues vom Berg. Das ist komisch. Wir haben mal Leute geschrieben, ihr, irgendwie so auch äh, unterm, unter irgendeinem Daily Covid oder ich glaube dem von gestern oder vorgestern so. Alle fünf Minuten äh, wird fck.de gecheckt, ob es was Neues gibt. Es ist so bekloppt. Es ist wirklich bekloppt. Und äh, anhand dessen, dass die fck.de Seite wieder nicht aufrufbar war, da sieht man mal. Wie viele Zugriffe da sein müssen, stattfinden müssen, weil die Leute einfach nicht nur neugierig sind, weil könnte man auf Facebook oder sonst wohin, sondern die möchten auch wissen, ist es wirklich wahr? Ne? Und, äh, das das äh, finde ich einfach nur klasse, finde ich super. Wenn jetzt noch jeder zweite zumindest Mitglied wird beim FCK, Mitgliedschaftzukunft.de, also das wäre ja Träumsche, ja. Das wäre Träumsche. Wenn es jetzt läuft, kann es ja nur am Trainer gelegen haben. Dann war bestimmt was äh, zwischen Spieler und Trainer. Nee, oder der Trainer hat vielleicht da einen falschen Ansatz gehabt. Das kann auch sein. Es muss ja immer Krach sein. So. Entschuldigung, ein kleines Hüstersch. ich habe schon länger nichts mehr getrunken. Boah, ich mal Wissage oder so. Ähm, von daher bitte da äh, keine Fla falschen Schlüsse ziehen oder sowas. Das wissen wir ja nicht. Ob da Trainer und Spieler verkracht waren oder was. Also, das, ähm, wenn du sowas irgendwo gelesen hast, äh, ignorier das bitte. Oder glaubst, kannst du machen, was du willst. Damit hat die Mannschaft auch keine Ausrede mehr. <laughs> Gut, das ist natürlich jetzt die andere Seite, ja. Ein starker Mann. Äh, an der Seite gehst. Das hat gefehlt. Hm. Ich kürze das Geschriebene einfach ab, Simon, indem ich sage, ein starker Mann an der Seite hat gefehlt. Gebe ich dich dann so richtig wieder? Oder Funkel ist ein Meistertrainer, mein Freund aus Solingen, wollte Funkel lieber als Alonso für Leverkusen. Das. Äh, pst, pst. So, wir geben hier den. Fotografen und Kollegen. Habt ihr Ton? Hallo, hallo. Dann langsam ah. zum Ende, wenn möglich, wenn alles im Kasten ist. Sehr gut. Ah, wollte es gerade Dann gehen voll Begrüße ich ganz herzlich. Wer das hier ohne Zuschauer Kommentar meinerseits auf aufgrund, äh, aufgrund des Zitatrechts und, und so weiter und so fort, ne? bitte, ich, bitte ich euch, das live auf dem FCK-Kanal zu gucken. Hier drüben steht der Link. Ähm, guckt's da, wenn ihr keinen Kommentar von mir haben wollt, ja? Trainer hier auf dem Podium neben mir, Friedhelm Funke. Zur Pressekonferenz. Ja, ich habe es schon gesagt. Wir haben ja nur einen Cheftrainer hier beim FCK. <laughs> Friedhelm Funkel hat heute Nachmittag die erste Trainingseinheit auf dem Betzenberg geleitet und ist jetzt hier, um sich euren Fragen zu stellen. Und damit gebe ich dann auch direkt ab in die Runde. Wer möchte denn den Anfang machen? Hallo, Friedhelm. Kennst mich noch? Martin Quasi von Sport1. Einmal hinten auf dem Podium. Oh, jetzt sind wir mal gespannt, Sport1. Friedhelm, als du eben vom Platz runtergegangen bist, das war ja wie äh, der Heiland ist gelandet. Jeder hat dir einen schönen Wunsch noch mit auf den Weg gegeben. Da waren ja von bis alles dabei. Bei einem habe ich mitgekriegt, mach's wieder Otto, aufsteigen, deutscher Meister. Also, das geht, die Erwartungshaltung ist gigantisch. Wie schön ist das für dich, zurück zu sein und aber auch zu wissen, was das hier für eine Riesenverantwortung ist. Bei dieser Erwartungshaltung von den Menschen hier, fast 1000 Leute auf dem Platz eben. Also vom Heiland äh, sind wir alle äh, ganz schön weit äh, von entfernt. Aber es ist, äh, ist natürlich schön, wenn man äh, nach all den Jahren äh, wieder als äh, verantwortlicher Cheftrainer hierhin zurückkommt, dass äh, die Leute eigentlich vergessen haben. Und das ist ja jetzt schon äh, fast 40 Jahre her, dass ich hier Spieler war. Wir haben große Spiele hier gehabt und das haben die Menschen einfach nicht vergessen. Und äh, die Erwartungshaltung, äh, weiß ich gar nicht, ob die so hoch ist. Äh, es ist einfach so, dass die, Leute sich, äh, dass die Leute sich freuen, dass sie sich gefreut haben, äh, dass ich äh, wieder zurück bin. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Verantwortung haben wir sowieso, die habe ich, äh, die hat die Mannschaft, die hat mein Trainerteam. Und äh, wir müssen einfach in den letzten Spielen, in den letzten äh, 13 Spielen, äh, viele Punkte holen um eben das Ziel und äh, um nichts anderes geht es jetzt in den nächsten Wochen Klassenhall zu erreichen. Und das werden wir machen, äh, ich äh, werde mit der Mannschaft in äh, den nächsten Wochen weiter hart arbeiten, wir werden äh, verschiedene Dinge natürlich auf den Weg bringen und äh, versuchen dann äh, auch am Wochenende natürlich erfolgreich zu sein und äh, damit wollen wir, wenn es geht, in Nürnberg schon anfangen, das äh, ist ein schweres Auswärtsspiel in Nürnberger Machen es diese Saison auch sehr, sehr gut. Aber wir haben noch ein paar Tage Zeit und äh, wir im Trainerteam werden uns was einfallen lassen, äh, wie wir dann dort letztendlich in Nürnberg auftreten. Ja, also äh, definitiv was mit was, also eine Antwort, mit der ich auf jeden Fall was anfangen kann. Ähm, ich ich finde es sau gut, Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke, ne? aber ich finde es extrem gut, dass Friedhelm Funkel sich so äußert mit. Äh, hier, Stichwort Messias und so, ne? Das ist vielleicht sehr gut, ähm, um mal so ein paar Leute wieder zu erden. Das finde ich wirklich äh, ganz wunderbar. Im Übrigen ist das Ruckel nicht im Originalvideo, ne? Das ist auch hier in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn ihr das ohne Kommentare und so sehen wollt, klickt da drauf. Ja. Dennis Bayer von Sky hatte dann die nächste Frage. Herr Funkel, herzlich willkommen. Wer äh, was das jetzt hat denn den Ausschlag bei Ihnen gegeben, dass Sie gesagt haben, ja, Sie, Sie wollen wieder einsteigen und äh, auch jetzt hier beim, beim FCK? Ja, ich habe das ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, äh, als ich wieder häufiger die äh, Spiele besucht habe, ob das erste oder zweite Liga war. Ich war dann als Experte auch einige Male am Spielfeldrand und dann hast du einfach gespürt, äh, dass äh, das Feuer wieder äh, äh, entfacht worden ist, dass ich äh, wirklich wieder Lust hatte, auch eine Mannschaft zu übernehmen, eine Mannschaft zu trainieren und das hat sich in den letzten Wochen immer weiterentwickelt. weiter entwickelt und als dann die Anfrage vom FC kam, vom FCK kam, da musste ich nicht lange überlegen. Ich habe nichts FC gehört. Das laut, ist ein besonderer Verein mit besonderen Fans. Das habe ich vor, wie gesagt, vor fast 40 Jahren gespürt. Und äh, das hat man auch in den letzten Spielen gesehen, wie viele Zuschauer hier auf dem Platz wieder sind, wie viel zurückgekommen sind, wie sie die Mannschaft anfeuern, wie sie alles äh, versuchen, der Mannschaft zu helfen. Und äh, das ist schon äh, für die Mannschaft auch äh, eine Pflichtaufgabe, äh, den Menschen was zurückzugeben. Und äh, dazu möchte ich der Mannschaft äh, verhelfen, dass wir gemeinsam mit den Fans in den nächsten Wochen äh, punkten, äh, nicht nur äh, nicht nur zu Hause, aber zu Hause, das wird ganz, ganz wichtig sein, hier in den Heimspielen auf dem Betzenberg äh, mehr Spiele zu gewinnen als in der Vergangenheit, das wird unser Ziel sein und ich bin fest davon überzeugt, dass uns die Fans äh, da auch helfen werden, das haben die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder getan und äh, das ist ein großes Faustpfand und äh, das müssen wir nutzen. Ja, der, der, der Friedhelm Funkel, der, der, der gibt lange Antworten aktuell, ne? aber ich finde es gut, weil er so natürlich auch äh, viel Interpretationen rausnimmt. selbst ne? wie, wie kaum jemand anderes, dass hier auf diesem äh, Betzenberg, in diesem Stadion bei ganz besonderen Spielen auch ganz besonders viel geleistet werden kann und so ähnlich war das ja auch in dieser Saison. Man sieht die Pokalspiele, die Mannschaft steht nicht ohne Grund im Halbfinale. Und es, ja, auch in den Spielen, ob das dann gegen Hamburg ist, ist immer was los, auch jetzt gegen Schalke. Aber gerade in den, in Anführungszeichen, normalen Zweitligaspielen, da haperte es immer wieder. Und mhm. wie schaffen Sie es, diese Mannschaft auch in diesen normalen Spielen so zu motivieren wie in den wichtigen großen Spielen? Ja, ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich <laughs> habe, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung und weiß, wie ich das ein oder andere der Mannschaft, den einzelnen Spielern auch vermitteln kann. Und ich habe es ja eben schon angedeutet: gerade in den, in den Heimspielen hier müssen wir ja ein Stück weit anders auftreten. Das, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das aussehen soll. dafür, bin ich zu äh, kurz mit der Mannschaft zusammen. Ich habe das einmal mit der Mannschaft trainiert. Ich werde in die Mannschaft hineinhören. Ich werde viele Gespräche führen in den nächsten Tagen. Und dann wird das mit Sicherheit auch ein Thema sein, warum das möglicherweise der Fall ist oder warum das der Fall ist, dass man eben äh, gegen Mannschaften, äh, kleine Vereine möchte ich jetzt nicht sagen, aber gegen Vereine, die vielleicht äh, im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld sind. Dass man da äh, zu viele Punkte abgegeben hat. Aber da muss ich erst in die Mannschaft hineinhören. Da werde ich mir ein Bild verschaffen und äh, dann werde ich äh, durch Trainingsdinge, durch durch Gespräche vielleicht das ein oder andere taktisch anders machen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Äh, äh, werde ich versuchen, das äh, zu verändern und dann auch innerhalb dieser Mannschaft bei diesen Spielen einfach mehr Feuer auf den Platz bringen. Denn wenn wir das auf den Platz bringen, dann äh, sind die Fans äh, noch äh, euphorischer, dann sind die Fans noch mehr äh, bereit, die Mannschaft zu unterstützen. Das war immer so und das wird auch immer hier auf dem Bätzenberg so sein. Die Leute wollen sehen, dass die Mannschaft alles in die Waagschale wirft, vor allen Dingen kämpferisch und läuferisch. Und dann kommt das Spielerische auch dazu. Und da werden wir dann arbeiten und äh, dann wollen wir das erreichen, was alle wollen, nämlich den Klassenhalt in der zweiten Liga. So ist es und nicht anders. Es ist doof, weil jetzt natürlich hier äh, irgendwas zu kommentieren. Ich bin ganz bei ihm und ich hoffe aber auch wiederum, dass er nicht äh, drei Wochen sagt, wir müssen uns erst noch kennenlernen. Aber das äh, klammer ich hier aus. Michael Hassinger vom RPR, glaube ich, ne? von der Stimme her. Haben Sie das verfolgt? Also ich verfolge seit, äh, seit, man habe ich aufgehört, vor anderthalb Jahren beim Ersten FC Köln und auch davor schon die erste und zweite Liga äh, schon sehr, sehr genau. Ja, ich schaue am Wochenende auf die Spiele, ich bin äh, in Stadien gewesen, ob erst oder zweite Liga. Und äh, den Ersten FC Kaiserslautern dann habe ich äh, dieses Jahr einmal live gesehen, das war in Düsseldorf. Mhm. Ja, wo sie äh, eine Zeit lang unfassbar gut gespielt haben und dann eben, ich glaube auch durch die Verletzung äh, von Ache äh, so ein bisschen aus Ach, dem Rücken gekommen ist. dieses Scheißspiel, oder? Und das Spiel dann eben noch 4:3 verloren haben. Ich kenne natürlich äh, äh, auch ein paar Spieler vom 1. FC Kaiserslautern und äh, dann natürlich Zimmer. Ich, äh, mit dem hat er auch, ja auch schon auch mal in Erfahrung Düsseldorf gearbeitet, äh, ne? das, das Gefühl eben Spieler auch sehr, sehr schnell kennenzulernen. Jetzt haben wir haben heute kleine Spielformen gemacht, um zu sehen, wer ist, wer ist aggressiv, wer, wer, wer ist bereit, in die Zweikämpfe zu gehen, wer sucht den Torabschluss. Und äh, von daher äh, ist das keine unbekannte Mannschaft für mich. Aber klar ist, dass ich natürlich auch einige Spiele erst noch kennenlernen muss. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das mache. Ja, aber ich drei bis vier äh, Wochen. einen äh, guten Trainerstab. Das habe ich schon in der Kürze der Zeit jetzt kennengelernt, die mir auch das eine oder andere natürlich äh, über die Mannschaft mitteilen können. Und das richtig ist auch wichtig richtig. für mich, dazu zu hören. Genau so. da ich auch zu, Weil die haben die Mannschaft jetzt in den letzten Monaten äh, tagtäglich gesehen. Davor schaffe ich mir natürlich auch ein Bild von. Ich habe noch äh, ein, zwei, drei, vier Trainingseinheiten bis zum, äh, bis zum Sonntag. Da werde ich auch nochmal genau hinschauen und dann hoffe ich, dass ich das glückliche Händchen habe, die richtigen Elf für Nürnberg aufzustellen, das Richtige in der richtigen Formation. Ich muss hier mal ganz kurz, ihr wisst Zitatrecht und sowas, ich muss unterbrechen, sonst ist es nämlich 1 zu 1 abgegriffen und das mache ich nicht. Ja? Wer es ohne Unterbrechung sehen will, geht bitte zum FCK auf den Stream und guckt's es dort. Also ganz ehrlich, er ist immer noch er ist immer noch irgendwie so, so, er, er nimmt sich selbst irgendwie nicht so, als, als der Messias war. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, ähm, dass er sich da nicht blenden lässt. Das meinte ich heute Morgen im Übrigen auch mit Erfahrung. Ähm, er, er ist halt geerdet. So. Zumindest wirkt es so. Und äh, die Aussagen, die er jetzt äh, getroffen hat, finde ich bislang auch nicht falsch. Oder wie seht ihr das? Habt ihr bislang irgendwie was gehört was äh, euch irgendwie so Stirnrunzeln bereitet, außer einmal der FC. Also das erinnert mich ja an eine, eine bestimmter Kandidat für Aufsichtsrat. Ja, das, das, das möchte ich. Diese Gedanken möchte ich nicht haben. So das ist der FC. Nein, das ist der erste FC Kaiserslautern. Aber ich meine, der der ist vielleicht seit ein paar Stunden erst da und äh, Welbeschutz aber nur bis 20 Uhr und dann geht's ab mit dem richtigen System auch da werden wir drüber sprechen wie wir das angehen das weiß ich jetzt auch noch nicht aber ich habe noch Zeit mir das zu überlegen und da hilft mir natürlich die große Erfahrung eben mhm. auch nach zwei drei vier Tagen schon das erste Pflichtspiel zu haben und da bin ich eigentlich ganz optimistisch endgültig werde ich die Mannschaft natürlich erst in den nächsten ein zwei drei vier fünf Wochen kennenlernen aber das weiß ich Nein, Friedhelm, da funktioniert am Sonntag und dann durchgehend. Dann machen wir Betze. Im Leben, nicht! Hallo an Katrin. Ich gehe in die Herzlich willkommen hier in Kaiserslautern. Wenn Sie die Mannschaft in Düsseldorf gesehen haben, dürfen Sie auch eines der größten Probleme erkannt haben, die Defensivschwäche. Was stimmt Sie denn zuversichtlich, dass das am Sonntag Das ist leider eine gute Frage. Ja, das war ja nicht nur in Düsseldorf zu erkennen, sondern äh, der FCK hat die meisten Gegentore der zweiten Liga bekommen. Und äh, da müssen wir halt, äh, da müssen wir als allererstes ansetzen. Wie gesagt, wie genau, äh, das werde ich mir in den nächsten drei Tagen natürlich überlegen. Wenn man, die, äh, wenn man genauso viele Tore oder ich glaube sogar ein Tor mehr schießt als der Tabellenvierte, als Kräuter führt, äh, dann ist da natürlich ein großer Unterschied. Der Unterschied liegt daran, dass äh, Kräuter führt, glaube ich, 16 Gegentore weniger bekommen hat. Und das ist äh, bei allen Mannschaften, die so viele Gegentore bekommen, äh, die haben halt äh, in der Tabelle ein Problem. Die stehen äh, relativ weit unten und äh, das müssen wir versuchen zu verhindern. Wir haben offensiv, haben wir äh, gute Spieler. Aber das ist halt das, ne? Marco Kurz, äh, wie auch, werden da noch gesagt, ach was weiß ich. Im Prinzip äh, waren es drei Trainer und alle drei haben mal gesagt, Marc, mit einer Abwehr gewinnst du Meisterschaft. Ne? Mit einer Abwehr gewinnst du halt auch Spiele. Allerdings nicht, äh, bedeutet das nicht irgendwie hineinstellen und alles zumauern, das ist totaler Quatsch. Sondern jetzt äh, kommt, denke ich, das, was Friedhelm jetzt sagt, das ist sehr, sehr wichtig, Offensive. Ne? Also ich bin gespannt, was er jetzt noch... Äh dazu zu sagen hat, aber Alter, wie ich gerade die Gegentore gehört habe, da könnte ich immer wieder anfangen zu schreien, Echt, ey, Das sind alles Profis und die können das, ne, und trotzdem haben wir die meisten Gegentore in der Liga. Ja, gerade auch für die zweite Liga. Wir haben schnelle Spieler. Ja. Wir haben Spieler, die die schnellen Spieler gut einsetzen können, die Übersicht haben, die Standardsituationen äh, brandgefährlich äh, ausführen können. Und da muss, ich, äh, da muss ich versuchen, das richtige Mix zu finden. Das Mix zwischen, äh, zwischen Defensive und Offensive. Dass wir uns da verbessern müssen, das liegt klar auf der Hand. Das weiß ich auch. Und das wird meine allererste aller Aufgabe sein. Sau gut. Ich habe nichts anzumerken. Ist das schlimm? Das weitere Fragen. Ja. kennst du mich noch? <laughs> ich fast von Sport1 nochmal. Einmal hinten auf dem Podium. Entschuldigung. Ich, ich freue mich halt. So. Lass mal, lass mal doch ein bisschen Spaß. Bitte, wenn man deine Vereine durchgeht, die du über all die Jahre ähm, betreut hast, äh, stellt man immer wieder fest: A. Traditionsvereine, B. Tollen Namen. Natürlich und vor allem ist immer entweder klasse gehalten oder nach oben geführt. Was glaubst du, warum ein solcher großer Verein mit tollem Namen äh, wie der erste FC Kaiserslautern dann zu, sofort zurückgreift? Ist das eher die FCK-DNA oder fast die Garantie? Ah, beschreibt mal, was die DNA das ist. ist. Das äh, ist halt irgendwie blöde Frage, finde ich. bin gespannt. Ja, eine Garantie gibt es im Fußball nicht. Das weiß ich. Wenn du so eine Aufgabe annimmst, bist du ja eigentlich davon, nicht eigentlich, sondern bist du davon überzeugt, dass die mannschaftliche Qualität ausreicht, um das Ziel Klassenhalt zu erreichen, ich finde das nicht gemacht. Ja. Dass Friedhelm Funke jetzt hingeht und formuliert die Frage einfach umso, wie es Sinn machen würde. <laughs> 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 Können wir mal ganz kurz zurück, ganz kurz nur zurückspulen. Ach Gott, finde ich das gut. Um das Ziel Klassenhalt zu erreichen, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich habe in der Vergangenheit das ein oder andere okay. angewohnt abgelehnt, weil ich mir nicht sicher war oder die Voraussetzungen nicht gegeben habe, das zu schaffen. Eine Garantie, habe ich gerade gesagt, gibt es dafür nicht. Aber die Mannschaft ist in sich gut genug, um in der zweiten Liga zu bleiben. Aber das, was ich kurz vorher gesagt habe, das Entscheidende ist, dass wir das Defensivverhalten deutlich verbessern. Und dann ist natürlich der FCK vom Namen, von seiner ganzen Ausstrahlung, ein Verein ge ge gewesen oder ist ein Verein, wo ich, ja, wo ich einfach nicht Nein sagen konnte. Ja, aufgrund, der, aufgrund der Vergangenheit, aufgrund meiner Vergangenheit hier in dem Verein. Wolfgang, mein Bruder, hat hier auch fünf, sechs, fünf, hat fünf, ein sechs like Jahre sehr erfolgreich gespielt. Europapokal und, und, und. Und das hat uns immer mit dem FCK verbunden. Und das wird auch immer so sein. Und äh, äh, gerade die Menschen auch hier in der Pfalz, die, die lieben den FCK und da wollen wir jetzt und da müssen wir auch was zurückgeben. Und Ey, nicht wollen, nicht wollen, müssen. Nicht irgendwie so ein Dummgeschwafel, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so äh, auseinandernehme, aber echt, ich fühle mich immer noch, das habt ihr gestern im Stream gemerkt, und ich weiß mittlerweile, ne, mir haben so viele Leute geschrieben, ich bin nicht der Einzige, der so denkt, ey, es gibt Leute, die geben alles dafür. Und dann muss man sich anhören, die, die Fans hätten nicht hinter der Mannschaft gestanden. Und da kommt der Friedhelm Funkel von außen rein, als neuer Coach, und der weiß das. Dazu möchte ich meinen, meinen Beitrag leisten. Ich möchte das mit der Mannschaft zusammen hier... Okay auf den Weg bringen, dass wir in den nächsten Spielen, in den noch verbleibenden Spielen einfach erfolgreicher sind. Und da müssen wir alle sehr, sehr viel zu beitragen. Und ich werde meinen Teil dazu beitragen. Ich bin nicht alleine hier derjenige, der das schaffen kann, sondern das müssen wir im Team schaffen. Ja, so ist es. Ganz genau so ist es. Es geht nur gemeinsam und zwar als Team. Und dazu gehören meiner Meinung nach, und da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, das mag sein. Vielleicht sagt das aber auch gar nicht, wer weiß. Da, dazu gehören alle, die dem Kader angehören. Alle. Ich bin alle. nie ein Einzelgänger gewesen, sondern immer ein Teamplayer, als Spieler wie als Trainer. Ganz wichtig wird mein Trainerstab sein, der besteht nur. Klar. Aber das reicht mir. In der heutigen Zeit ist das schon außergewöhnlich, nur aus fünf Leuten. Normalerweise hast du 15 an deiner Seite. Ja, wenn man die auf die, auf, auf, auf die Saisonbilder äh, guckt, dann, dann hast du einen Betreuerstab, der, der ist ja manchmal größer als der, als der Spielerkader. Ne? Aber äh, das muss nicht unbedingt sein. Äh, ich äh, habe aus den Gesprächen heraus gehört, äh, dass das äh, wirklich gute Leute sind und ich freue mich total auf die Zusammenarbeit und die, die Jungs freuen sich auch. Das habe ich gespürt. Und jetzt heißt es Ärmelhochkrempel anpacken und äh, wie man früher so schön gesagt hat, den Platz um, umflügen. Ah, ja. Umflexe. <laughs> Der Friedhelm Funke will unser Platz umflexe. Jeder Greenkeeper hat gerade gezuckt. So, oh Gott. <laughs> so, oh ne, bitte nicht. Jetzt, wo das einigermaßen gut ist. So. Ganz, ganz wichtige Aussagen, wenn er mich fragt. Ich kann auch da leider absolut nicht widersprechen. Ich kann kaum was kritisieren. Also eigentlich gar nichts, bis auf das FC vorhin. Ähm, er weiß, glaube ich, aber auch äh, um die Not. Das kommt, glaube ich, ganz gut raus. Er weiß, was passiert, wenn es ihm nicht gelingt. Aber eines muss man Friedhelm Funkel lassen, egal wo er war er war immer ehrlich. Er hat nicht irgendwie krampfhaft an irgendeinem, zumindest ist es mir nicht bekannt, an einem Posten irgendwie festgehalten oder so, sondern wenn es wirklich nicht geklappt hat, der sagt da das dann auch. ja. Also ich habe gerade so viel, ich habe jetzt noch mehr Hoffnung als vorher. Also Heidewitz. Dann haben wir auch Erfolg und das mit der Hilfe der, der, der Leute hier, dann können wir das Ziel Klassenerhalt erreichen und nur um das geht es. Dann kommen wir noch mal zu Moritz Kreilinger vom Kicker. Herr Funkel, Sie haben gerade gesagt, Sie hätten die Aufgabe nicht angenommen, wenn Sie nicht daran glauben würden, oder wenn Sie, wenn Sie nicht daran glauben würden, dass die Qualität nicht in dieser Mannschaft steckt. Hat es Sie aber nicht zweifeln lassen, dass jetzt schon zwei Trainer in dieser Saison an dieser Aufgabe? Oh, der Moritz-Kreilinger hat aber auch immer so die Fragen. Ai, ai, Ja, vielleicht nochmal anders machen als, als ja, Ihre Vorgänger, damit dieses Ziel ja, ich, erreicht wird. Entschuldigung. Ich wusste ja, oder ich weiß ja nicht, was meine Vorgänger gemacht haben. Dirk hat ja auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum hier wirklich erfolgreich gearbeitet. Das darf man ja nicht vergessen. Der hat die, die Relegationsspiele gewonnen, hat dann die, die Klasse sehr souverän gehalten. Nach, einem, nach einer unglaublich guten ersten Serie kam dann so ein, kleiner, äh, äh, kam ein kleines Leistungsziel, da sind sie glaube ich in der 11. oder 12. geworden, weiß ich nicht. Aber was die jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Ich weiß, was ich machen werde, wenn ich die Spieler von Tag zu Tag besser kennenlerne. Ich muss jetzt das richtige Maß finden, um in Nürnberg mit dieser Mannschaft gemeinschaftlich, auch da werde ich natürlich mit dem einen oder anderen erfahrenen Spieler sprechen, wie er die Situation einschätzt. Ich bin ein sehr offener Trainer, ein sehr kommunikativer Trainer, der auch die Spieler mit ins Boot nimmt. Damit bin ich. Ey, was habe ich? Ach, komm. Sehr, sehr gut gefahren komm. in den äh, ja, jetzt, äh, 30 Jahren Trainertätigkeit. Und das werde ich hier natürlich auch machen. Und dann hoffe ich, dass ich die richtigen Entscheidungen treffen. Wichtig ist, die Defensive zu stabilisieren. Ich sage das jetzt ja schon zum dritten Mal. Und das hat ja auch seinen Grund. Und äh, da werden wir zuerst mal an, ansetzen, ohne die Offensive zu, ver, äh, ohne die Offensive zu vergessen. Ja, weil, wenn du Spiele gewinnen willst, musst du Tore schießen. Aber wir haben Spieler, die Tore schießen können. Das habe ich auch schon gesagt. Und äh, das gilt es in den Einklang zu bringen. Und ich hoffe, dass mir das schon am, äh, am, am kommenden äh, Sonntag gelingen wird. Mensch, also jetzt mal ohne Mist, ich kann. Ich was willst du denn da großartig zitieren? So, ich muss unterbrechen aufgrund des Zitatsrechts. Wie gesagt, wenn, wenn man das ohne Unterbrecher und ohne meinen Senf dazu gucken will, geht bitte auf den Originalstream, ist in der Videobeschreibung verlinkt, ist auch da irgendwo am Bildrand eingeblendet. Ne? Also, ähm, da, das, das findet jeder. Also wirklich, ich, er spricht mir aus dem Herzen. Also wirklich, und bislang sitzt alles genauso, wie ich das gerne haben wollen würde. Ich hoffe inständig, dass gelingt. Ich hoffe inständig, dass gelingt. Und am meisten hat man jetzt die Aussage gefallen, natürlich hat man auch die Aussage gefallen, nicht wir können, sondern wir müssen was zurückgeben. Aber am meisten hat man wirklich die Aussage da gefallen, mit dem, äh, äh, dass er die Spieler auch mit einbezieht. Das ist, da, nur, nur so geht es. Aber ich bin nur ein dummer Fußballfan. Herr Funkel, der Kader wurde ja in der da Winterpause quantitativ sehr verstärkt. Sehen Sie das als Vorteil, dass Sie quasi die Qual der Wahl bei den Spielern haben oder ist Ihnen der Kader zu groß? Ja, mir ist es jetzt erstmal wirklich egal, wann. Was wann? Das jetzt für. Naja, gut, hat vielleicht auch seine Berechtigung die Frage. Ein Spieler zum FCK gekommen ist, ob das jetzt im Winter war oder ob das im Sommer war oder ob Spieler schon vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre hier sind, das ist mir völlig egal. Da nehme ich überhaupt keinen äh, äh, oder, oder äh, äh, da nehme ich auch keine Rücksicht drauf. Ich schaue mir äh, gewisse Trainingseinheiten an und schaue, was der Spieler im... Äh das ist doch die richtige Einstellung. Es gibt, es gibt keine Garantie für irgendwer. Es gibt keine Bevorzugung, es gibt kein, keine Benachteiligung. Jeder... Das fange ich schon wieder an mit den, mit den Werkzeugvergleichen. Ne? Aber jedes Werkzeug liegt im, das da im, im Werkzeugkasten liegt, hat die Chance, auch zum Einsatz zu kommen. Jeder kann sich jetzt von seiner besten Seite zeigen, geht, ist scheißegal, wie lange du da bist oder wie kurz. Ey, ich freue mich gerade so sehr, ich bin. Ich, ich zitter gerade. ein Training äh, A zu Leisten imstande ist und äh, was er an Leistung abruft. Ja? Da geht da es auch um Arbeit, da geht es um. Defensivverhalten, da geht es um äh, äh, sich äh, geschickt und robust im Zweikampf zu verhalten. Darum haben wir diese kleine Spielform heute gewählt, weil es da einfach auch äh, viele Zweikämpfe gibt, weil es da viele Möglichkeiten gibt, äh, sich im Zweikampf durchzusetzen. Und äh, da werde ich meine Schlüsse draus ziehen und äh, dann werden wir schauen, was wir in den nächsten Trainingseinheiten machen. Das werden wir nachher im Trainerteam besprechen. Wir werden morgen zweimal trainieren um äh, halb elf und um halb vier und auch das wird öffentlich sein. Ich bin kein Freund davon, äh, jedes Training nicht öffentlich zu machen. Das wird vielleicht auch irgendwann mal einen Tag geben, wo oh. wir das äh, nicht machen, wo wir unter uns trainieren. Aber ich glaube, dass die Mehrheit der Trainingsanheiten äh, öffentlich sein werden. So habe ich das auch in der Vergangenheit gehalten, egal wo ich war, weil ich finde, dass, äh, dass äh, der Fan, wenn er zum Stadion kommen will, wenn er die Jungs sehen will, äh, dann müssen wir ihnen auch die Gelegenheit geben, ja, die Mannschaft zu sehen und äh, auch eben. Äh, äh, ich habe auch, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, äh, bis dass ich hier war. Und äh, sage ich den Jungs auch immer wieder, Mensch, äh, Männer, das ist doch eine Freude, wenn du mit deiner Unterschrift Menschen glücklich machen kannst. Wo oh, aber das Vorsicht, Vorsicht da sagt bei mir der de Autoverkäufer auch, ne? Also, und er schreibt nicht einfach alles, was du vor dir nas bekommst. <laughs> das, ist, das, ist, das ist das ist so toll. Und da bleibe ich auch eine Stunde stehen, um die Leute zufriedenzustellen. Ja, das habe ich, hab ich schon gemacht, äh, als, ich, als ich Spieler war. Weil ich weiß, äh, als kleiner Junge habe ich mal zwei Stunden auf dem Autogramm von dem leider, äh, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr ist er, glaube ich, tot, Uwe Seeler. Das war mein oh. Idol, Uwe Seeler. Obwohl ich aus, aus, aus dem Westen stamme, war Uwe Seeler mein Idol. Und äh, wie der dann Das ist ja egal. Für mich war das ja auch damals eine große Ehre, der Uwe Seeler kurz, äh, kurz halt kennenzulernen. Ähm, gibt da ein Foto. Oh Gott, ich hoffe, das Handy geht irgendwann mal an, weil da ist es drauf. Ähm, und äh, seitdem war man nicht regelmäßig in Kontakt, aber gelegentlich. Und das äh, ist schon was ganz Besonderes, egal, ob du jetzt im Norden groß geworden bist oder halt im, im, im südlichsten Süden, was weiß ich wo. Das, das ist halt so. Das hat was mit Respekt zu tun. Ne? Und, äh, und Anerkennung hat sich äh, er natürlich äh, auch verdient. Ne? Der hat also Wahnsinn. Das ist HSV-Legende, Fußball-Legende. Das ist doch Wahnsinn. Das war einfach Wahnsinn. Und das sage ich den Spielern auch immer wieder. Ich kenne es nicht ab, wenn Spieler dann an Fans vorbeigehen, die ein Autogramm haben wollen. Nee, weil Vorbilder sind wichtig. Vorbilder sind ganz einfach wichtig. Sehr wichtig. Deswegen ist da angeschlagen der Toner immer... Mit Thema. Ja, nochmals, du bereitest es mit de denen so eine Freude mit deiner Unterschrift, das ist ja Wahnsinn. Und äh, deswegen ist das eben auch für mich ganz, ganz wichtig, den Kontakt auch im Training mit den Fans zu haben. Nicht immer, aber ganz bestimmt öfter, als äh, äh, wenn wir mal ab und zu mal unter Ausschuss der Öffentlichkeit trainieren. Ich habe aber nichts dagegen, wenn dann Journalisten zum Training kommen und Fragen stellen. Die können das auch gerne machen und das ist überhaupt kein Problem. Das ist <laughs> ohne Scheiß. Das klingt wie die eierlegende Wollmilchsau. Das ist, das ist zu toll, um wahr zu sein, irgendwie. Aber so ist er halt. Friedhelm, der, der Friedhelm Funkel, der erzählt dir da was. Der, der der, der, kannst da wirklich. Guck mal, seht ihr da irgendwo Zettel liegen oder was? So, der, da ist nichts geskriptet, der, der weiß, was er macht, der weiß, wovon er spricht und er weiß um sein Können, der weiß, was er mitbringt, der weiß, wie er was anpacken will. Sieht er da irgendwie verunsichert aus, wie ein alter, gebrechlicher Mann, der nicht weiß, von was er da spricht? Nö, oder? Er wirkt doch wirklich also allein, na gut, Körperhaltung können wir ein bisschen arbeiten, aber ich meine, ich hänge da ja auch gerade wie ein Schluck Wasser in, Kurve, in dem Sessel da. Ich finde bislang wirklich noch nicht mal ein Mühe zu kritisieren, bis auf das FC. Ich glaube, das vergesse ich ihm nicht. Sehr gut. Dann gehen wir auch noch mal zu einer Frage, die noch da ist. Die kommt von Martin Quast von Sport1. <laughs> Dass der Martin so viele Fragen heute nach Karneval stellt. Also ja, das, das ist ja nicht normal, ey. Also, dass, du, dass, <laughs> dass du hier sitzt nach Karneval, ist auch schon außergewöhnlich. <lacht> Oha! Du sagst, <laughs> die... Also meint er, die, die Unterschrift kam nur äh, zustande, weil sie allesamt besoffen waren vom Karneval? Nee, Quatsch. Das war, natürlich war riesengroß, blinzell. wenn du es nicht gemacht hättest. Du hättest es nicht gemacht, wenn äh, du nicht überzeugt gewesen wärst. Aber da spielt der ja noch eine zweite Nummer vielleicht mit, nämlich man kann mit dem FCK auch noch was ganz, ganz Großes Na, theoretisch Jetzt kommt der DFB-Pokal. Nämlich den Klassenerhalt, in welche ah, okay. Sphäre muss man da eintauchen, um diese beiden, äh, der Moritz hat es eben... Ich dachte, ich dachte, er baut das ein bisschen größer auf und spielt auf der DFB-Pokal an, weil das auch Teil eines äh, Kommentars hier im Chat war, nicht gerade eben, sondern heute Morgen war das, glaube ich, oder war es gestern? Ich glaube, heute Morgen hat jemand reingeschrieben, äh, ja, vielleicht hat man äh, gelockt äh, mit der Chance auf der DFB-Pokal. Und meine Antwort könnt ihr euch ja später noch angucken, wer es noch nicht gesehen hat gesagt, also, das waren immer tolle Spiele, wie man das zusammenkriegt, das potenziell nicht. hier sogar ein DFB-Pokalfinale winkt, hat das für dich irgendeine Bedeutung gehabt bei der da Auswahl? Ist es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das interessiert mich im Moment überhaupt noch nicht. Ich bin so dankbar, dass Thomas Hengen diesen Trainer geholt hat. Ich könnte... Ich könnte jetzt schon wieder losholen wie ein Schlosshund. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich da, als wir miteinander gesprochen haben, gestern überhaupt nicht, überhaupt nicht dran gedacht. Dass der FTK tatsächlich im Halbfinale ist. <laughs> mir ging es nur darum, in der zweiten Liga äh, äh, die Spiele zu gewinnen, um die Klasse zu halten. Und dann habe ich nebenbei gesagt: Ja, die sind ja noch im Halbfinale, das ist toll. Das ist toll. Nee, so, weißt du, so telefoniert, aufgelegt: Jo, nee, ah, jo, ich komme mal hier hoch. Jo, alle, alle, dann so aufgelegt. Und dann, ich muss den Thomas nochmal anrufen. Wieso, Schatz? wir sind ja noch im Halbfinale, das mache ich nicht. Das immer zu viel Aber Druck. Das ist noch weit weg, das ist erst im April. Und äh, ich werde bis dahin mit Sicherheit nicht über dieses Halbfinale sprechen und ich möchte auch nicht, dass die Jungs das machen, sondern sie sollen wirklich sich an die nächsten Spiele orientieren, über die nächsten Spiele nachdenken und äh, alles andere wird dann irgendwann, ich weiß es, ist am 3. April, glaube ich, oder so, da habe ich heute gehört. Dann kann man auch darüber sprechen. Aber bis dahin müssen wir Punkte machen. Ja, bis, dahin ja, bis dahin muss überhaupt mal das Nachholspiel stattgefunden haben. Ich bin mal gespannt, wann das jetzt ist. Ist da schon was offiziell? Weiß da jemand was von euch? Schreibt es gerne im Munde-Chat. Müssen wir Punkte machen, dass wir äh, die Chance haben, in der Liga äh, auch zu bleiben. Und dann kann man auch über das Pokal-Halbfinale äh, Pokal Und dann natürlich, wenn es das geht, ist natürlich über das Halbfinale sprechen. Ja, egal äh, äh, wer dann, dann letztendlich der Gegner ist, das weiß ich ne, nach der Auslosung. Und äh, aber nochmal, das ist zweitrangig. Das ist zweitrangig. Finde ich gut. Sehr Thomas Hilmes von der Betze brennt mit der nächsten Frage. Hallo Herr Funke, willkommen zurück beim FCK nach 40 Jahren. Ähm, können Sie vielleicht noch ein paar Worte zu Ihrem Co-Trainer sagen, Matthias Lust? Wie haben Sie den ausgewählt und wie kann er Sie sehr gut ergänzen im Trainerteam? Ja, Matthias Lust äh, ist natürlich auch ein äh, sehr erfahrener äh, äh, Co-Trainer der äh, ja auch als Spieler schon äh, schon auch in der Bundesliga äh, gute Leistungen gebracht hat. Ich wollte ihn, ich glaube 98 war das, äh, zum MSV Duisburg holen. Da hat er sich aber für den VfL Bochum entschieden. Aus dem Grund hätte ich ihn eigentlich gar nicht verpflichten dürfen, ne? weil er mir damals einen Korb gegeben hat. Aber Spaß beiseite, äh, Matthias und ich, wir haben uns immer wieder mal bei internationalen Trainerkongressen in, äh, in verschiedenen Städten in Deutschland getroffen. Wir haben äh, losen Kontakt gehabt, äh, ohne jetzt äh, zehnmal im Jahr zu trainieren. Man hat sich mal gesehen im Stadion. Und äh, dann, als äh, ich mit dem Gedanken gespielt habe, hier hinzukommen, äh, war mir klar, ich äh, möchte auch einen äh, Co-Trainer mitnehmen, den ich zumindest ein bisschen kenne und mhm. den ich schätze. Und äh, Matthias war als Mensch und auch als Spieler immer sehr korrekt, ein, ein, ein ausgezeichneter Junge. Äh, mittlerweile natürlich ein Mann, ein ausgezeichneter Mann. Hat äh, Erfahrung als äh, als äh, Co-Trainer gesammelt bei verschiedenen Trainern. Und den habe ich ja auch erst äh, gestern Abend angerufen ja, äh, und, äh, und habe mit ihm darüber gesprochen. Und dann haben wir uns ausgetauscht und äh, dann habe ich gesagt: Du, es sieht so aus, als wenn ich zum FCK gehe, äh, hast du Lust, mitzukommen? sagte sagt ja wie kommst du denn jetzt ausgerechnet auf mich ja du weißt doch ich kenne dich ich schätze dich ja, du hast gute Arbeit geleistet und äh, ja du mache ich ich packe meine Tasche und dann äh, werde ich wenn das so ist dann werde ich morgen in Kaiserslautern sein also innerhalb von äh, 10 4, 10 15 Stunden hat er sich dazu entschieden das ist ja auch schon toll ja so schnell äh, Tasche packen und dann dann hier hinkommen ja aber das spricht ja das spricht ja äh, für die für die Bindung und für das Vertrauen in Friedhelm Funkel. So, und das heißt doch, dass nicht nur wir als Verein oder als Club ähm, und, und Fans äh, da Vertrauen äh, reinstecken, sondern eben auch der Co. Und ähm, das, ist, das ist schon Wahnsinn, was da gerade passiert. Ich kann es wirklich kaum fassen. Wie gesagt, wer, wer unkommentiert die PK gucken will, dann geht bitte auf den YouTube-Kanal vom FCK. Ist alles eingeblendet, ist da unten verlinkt. Ich muss ständig unterbrechen, ich, das ist ja der Sinn davon. Äh, Zitatrecht, ich berufe mich darauf. Das ist ja ne hopp. Und äh, das, äh, was wollte ich denn jetzt, was wollte ich denn jetzt noch mal sagen? Also ich bin gerade extrem aufgeregt. Ich freue mich innerlich gerade richtig richtige Party, alter. Ich, und äh, wir haben heute in den Gesprächen äh, mit den keinen. anderen äh, dreien schon äh, äh, gesehen, dass wir dass wir auf einer Wellenlänge liegen und das ist äh, das ist gut. Und äh, ich habe es ja auch gesehen. Die Trainingsarbeit, äh, bis auf wenige Ausnahmen, auf dem Platz machen diese vier. Ja, und ich äh, beobachte viel, ich gucke viel. Das mache ich seit 15 Jahren, dass ich diese Verantwortung, äh, die wir vorher in der Kabine aufteilen, was wir machen, das besprechen wir alle zusammen. Aber die Jungs machen das dann auf dem Platz, setzen das um. Ich greife ab und zu mal ein, hab dann eben, <laughs> entschuldigung, die Möglichkeit. Eben die Spieler viel besser zu beobachten, als wenn du selbst im Training bist. Das machen mittlerweile auch sehr, sehr viele Trainer. Ich mache das schon sehr, sehr lange. Und auch das äh, sehr, sehr gut. Das wertet auch meinen Trainerstab auf, ja, dass sie auch Verantwortung übernehmen für die Einheiten. Die haben auch eine gute Ansprache und so. Und äh, ja, so bin ich dann auf Matthias gekommen. Und ich bin froh, dass er bei mir ist und äh, auch über die anderen drei. Ich glaube, dass wir ein gutes Team werden. Und dass wir das, was wir äh, äh, vermitteln wollen, gut rüberbringen, davon bin ich auch überzeugt. Und dann muss die Mannschaft das nur noch umsetzen. So leicht ist das. das Oder ist auch nicht. Ja, <laughs> gerade So leicht und ist weiter geht's das so. Zu Dirk zum es. Es, zum es ist, ist doch aber wirklich der Wahnsinn. Das klingt alles so schön und so toll und so stimmig. Ich weiß, ich weiß nicht. So, jetzt kickt bei mir gerade das FCK, äh, FCK gehen wieder. ne Ich, ich weiß nicht, soll ich mal dem Trauen. Ja, doch natürlich. Ich bin so euphorisch. Ich, äh, ich bin platt. Ich bin gerade nur geplatt von diesem... Das, das klingt so, so bodenständig. Das klingt so, so... Das klingt alles so realistisch. Erschreckend realistisch klingt das. Was zu deiner Nachfrage, Thomas? Ich habe noch eine Frage aus der Kategorie Unnützes Wissen. Herr Funkel, seit heute waren Sie überall Trainer, wo Sie auch Spieler waren. Schließt sich für Sie da also ein kleiner Kreis. <laughs> Und danach kann er in der Ruhe Ruhestand. <laughs> Bingo. <lacht> ich habe es nicht genau verstanden. Ich war Trainer. Sie waren also mit der Unterschrift hier in Kaiserslautern waren Sie überall auch dort Trainer, wo Sie auch als Spieler gearbeitet haben. Schließt sich für Sie an dieser Stelle ein Kreis. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber dass ich. Ich finde das so geil, dass er so ernsthaft darauf dann noch antwortet. Ne, ey, bislang, ich, lass mal, dem sein Konterfei auf der Arsch tätowieren. als Spieler gewesen. Das tut mir wirklich fürs Niveau gerade leid, äh, aber ich, ich ist glaube ich für mich. Mit mir gehen gerade alle Pferde so durch, die da haben. sind. Ey. Ein kleiner Vorteil, den ich aber mit Erfolg bestätigen muss. Das ist ja ganz klar. Ja. Na, du hast. Äh das stimmt. Das ist nämlich jetzt, jetzt kommt nämlich wieder der Real-Part. So, dass die Vorschusslorbeeren, egal wie groß die Ehrfurcht vor ihm ist und so weiter und so fort, es muss auf dem Platz umgesetzt werden. Der Erfolg muss rein. Sonst bringt uns das alles nichts. Jedoch kann man ja durchaus das ansprechen, dass er bislang sich keine irgendwelche Floskeln oder sowas bemüht hat. Der hat, der hat, habt ihr irgendeine Floskel gehört oder sowas? Nix. Keine Phrase. außer also vielleicht von Spiel zu Spiel. Aber er hat das ja begründet, warum und was das Ziel ist. So du, du hast irgendwie so das Gefühl, er hat schon jetzt so eine halbe Roadmap erstellt. Aber das bringt er mit seiner Erfahrung halt mit. Na, Da bringt der mit, der muss sich da nichts skripten oder so, der sitzt da nicht da und, und hat seine Stichpunkte da. Der geht da rein, er erzählt uns im Prinzip nicht nur, weil wir es hören wollen, sondern das ist halt das, was er für richtig erachtet. Und da muss man nochmal ein großes Lob an die Beteiligten da aussprechen, der Betzer hat alles richtig gemacht was er bisher, also mit ihm. So, und dann ich mal weiter. Du hast gemerkt, dass die, dass die Leute dich nicht vergessen haben und jetzt müssen wir liefern. Und wenn wir dann liefern, dann werden wir hier vielleicht auch äh, äh, eine kleine Euphorie äh, äh, ausstrahlen, die wir brauchen. Wir brauchen Euphorie um, um äh, zu punkten, um am Tabellenende sich äh, wegzuorientieren. Das wird nicht einfach. Ich habe mir die Situation natürlich auch angeguckt. Ne? Aber ich bin, auch, ich bin davon überzeugt, dass es machbar ist. Und deswegen war es hier ein Vorteil, dass ich hier auch Spieler war. Thomas, deine Frage? Also ich bin... Frage noch aktuell, dann noch einmal zu Thomas Hilmes. Sie haben vorhin gesagt, Sie kennen auch schon ein paar Spieler. Mir fällt da als erstes zum Beispiel John Zimmer ein, genau, der bei Ihnen in Düsseldorf, Düsseldorf war, zwei, drei Jahre. Ähm, hat auch mal ein schönes Tor des Monats geschossen, glaube gegen Dortmund, da haben er mir vorhin Nein, erzählt, Sie haben ihm die Medaille genau, dafür genau, übergeben. Gegen Dortmund. Können Sie vielleicht ähm, sagen, Zimmer ist ja jetzt auch Kapitän hier beim FCK, was Sie speziell von ihm erwarten? Was kannst du überhaupt in den Podcast noch machen? Warum nicht? Und welche Spieler, gibt es noch mehr Spieler, mit denen Sie schon zusammengearbeitet haben? Ja, ich habe ich hab mit Marlon Ritter auch in Düsseldorf zusammengearbeitet. Ach Gott, stimmt. Oh Gott, ist er ja peinlich. Warum fiel mir der Name vorhin nicht ein? Aber damals war Malo noch nicht so weit. Er kam vom Borussia Mönchengladbach U23, hat da zwei, drei, vier Jahre lang eigentlich immer die meisten Tore gemacht. Hat sich ganz nach oben geschafft äh, äh, in die Lizenzmannschaft vom Borussia Mönchengladbach, die damals aber auch viel, viel stärker war als, äh, als sie heute ist. Sie ist heute auch noch gut, aber nicht so gut wie sie damals. <laughs> oh Gott, Frieden, bleib mal cool. Klappt auch, die sind ja nix. Und jetzt ratet mal, gegen wen Saarbrücken im DFB-Pokal verliert. Zwar, das, das muss man einfach sagen. Und äh, dann kam er zu uns und. Äh was? Wie ist das für dich, jetzt nicht ins Stadion zu können? Na gut, aktuell ist ja nichts im Stadion, jetzt sind die Lichter aus. So. Am Sonntag bin ich in Nürnberg, da bin ich doch im Stadion. Dann wissen wir, was dann beim nächsten Heimspiel ist. Da kann ich vielleicht meinen Besuch, den ich ursprünglich fürs das Schalke-Spiel geplant hatte, da hat er die Bahn gestreikt. vielleicht kann ich den dann nachholen. Er war da noch sehr unerfahren, dass er das ein guter Fußballer ist, hat man damals schon gesehen. Aber wir haben auch eine sehr gute Mannschaft gehabt. Er hat auch einige Spiele gemacht, aber war kein uneingeschränkter Stammspieler. Und dann haben wir ihn nach einem Jahr, glaube ich, verliehen, ich glaube nach Paderborn, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und wir haben damals ein vernünftiges Verhältnis gehabt. Und Marlon hat sich, und das muss man auch ganz klar sagen, Entwickelt, ne? in den letzten Jahren enorm, enorm verbessert. Er ja, ist ein absoluter Leistungsträger hier. Und weißt du was? In dem steckt noch mehr drin. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Im Übrigen auch, dass es hier diesen Like-Button unter dem Video gibt. Und wer mag, hinterlässt jetzt einfach mal einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Seitdem er hier ist, hat er auch verschiedene Positionen gespielt. Ist äh, ja, so eine Art äh, Taktgeber im Mittelfeld, setzt, äh, setzt seine Mitspieler äh, sehr, sehr gut in Szene, sch äh, schlägt äh, sehr, sehr gefährliche Standardsituationen, Eckbälle, Freistöße. Das hat er auch alles damals schon gekonnt. Aber er hat sich enorm stabilisiert, hat sehr, sehr viel Selbstvertrauen gewonnen hier beim ersten FC Kaiserslautern. Und äh, deswegen freue ich mich äh, jetzt mal. Na gut, das hat er sich halt aber erarbeitet. Ne? Also, der, der ist nicht einfach so irgendwie jetzt äh, so voller Selbstvertrauen, sondern das ist tatsächlich, der, der Marlon Ritter hat eine wirklich tolle Entwicklung hingelegt. Das können wir ja auch sagen ne? so, und beurteilen. Der ist gekommen. Da, da war der schon okay so und, aber so von der Art und Weise, da hat er mal so eine Phase gehabt, wo er viel gemeckert hat, mehr ge gefühlt, mehr gemeckert als gespielt. Und seitdem das abgedreht wurde, ne, Ey, der Marlon Ritter, das ist doch, da ist ein, me ein mega krasser Fußballspieler und deswegen glaube ich, haben wir uns auch im letzten äh, Pflichtspiel so aufgeregt, dass er rausgewechselt wurde, weil wir genau wussten, okay, und jetzt wird's scheiße. Im anderen Malon zusammenzuarbeiten, zusammen zu arbeiten, der, der äh, wirklich richtig gut geworden ist. Ich kenne Ache natürlich, aber nur nicht, nicht persönlich. Das sind die einzigen, zwei Spieler, die ich persönlich kenne. Aber aufgrund der Vergangenheit, ich kenne Kraus, der ja in Heidenheim gespielt hat, der hier gespielt hat. Also äh, aus, aus, aus Spielen, wo wir dann auch gegen Heidenheim gespielt haben, damals so. mit Düsseldorf. Und, ich wollte äh, sagen, ich den einen oder anderen Spieler, aber persönlich nur die beiden. Und von, 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 von Jean erwarte ich natürlich, dass er, dass er vorweggeht, dass er kompromisslos vorweggeht, dass er nicht vor Zweikämpfen zurückschreckt und so weiter. Das hat er in Düsseldorf sehr, sehr lange Zeit gemacht. Deswegen war er uneingeschränkter Stammspieler und dann kam schwere Verletzungen, werde ich auch nicht vergessen, in Leverkusen dazu. ist er lange ausgefallen. Und äh, danach hat er trotzdem bei mir immer gespielt und, und äh, war auch ganz, ganz wichtig auf der Seite. Und dann bin ich weg oder ich musste weg. Und äh, danach hat er, glaube ich, nicht mehr so viel gespielt und ist ja dann auch hier in die dritte Liga zurück zum 1. Kaiserslautern. Ich wusste, dass er irgendwann hierhin zurück wollte, weil er hier aus der Gegend kommt. Und äh, ja, er muss schon ein Stück weit Verantwortung übernehmen. Und äh, das wird einer der ersten Spieler sein, mit denen ich spreche werden, werde, ausführlich sprechen werde. Muss er ja sogar, weil er äh, gerade äh, von Anfang, aber auch während der äh, Amtszeit braucht ein Trainer definitiv immer Minimum ein Spieler als Sprachrohr. Das, das ist so. Und äh, äh, dann sehen wir mal, wie er das eben auch umsetzen kann. Er ist äh, äh, einer der erfahrensten Spieler und das muss ich sehen als Trainer. Das muss ich sehen. Das ist kein Druck, sondern das ist das, was ich von dem erwarte, weil, er, weil ich weiß, dass er das umsetzen kann. Und, äh, das Ach so, was ich jetzt noch anmerken wollte, ne, Fakt ist nämlich jetzt auch: Natürlich kann er die Spieler, weil ich hier irgendwo gelesen habe, funkel wird alle Spieler besser machen. Ich glaube, das war von der Simone. Es ne? ist schon wieder, es ist schon wieder äh, bei mir alles durcheinander. Ähm, ja, er beurteilt aber jetzt halt die Spieler auch. Das bedeutet aber auch, wenn wir ähm, die Spieler aus dem, also die halt schon länger bei uns sind, beispielsweise noch aus der Drittliga-Zeit, auch die werden neu beurteilt werden. Und wenn es dann heißt, naja, der eine oder andere, ich will niemand zu nahe treten, so, ne? Aber jetzt sag mal doch mal so, wie es ist. Wenn die Leistung einfach nicht richtig passt, nicht weil der nicht mehr kann, äh, nicht weil er nicht will, sondern weil er nicht mehr kann, weil er aus dem nichts mehr rausholen kann. Also das Trainerteam ist ja nicht nur Friedhelm Funkel. Dann werden wir auch natürlich, ja, vielleicht auch äh, eine total neu bewertete und neu aufgestellte Mannschaft sehen. Und da bin ich schon extrem drauf gespannt. Muss er mir zeigen? Und äh, dann warten wir mal ab, äh, ob er dann auch immer spielt. Wenn er gut spielt, wird er immer spielen, ja, ganz klar. Wenn er nicht gut spielt, dann wird er auch mal draußen sitzen. Das ist bei jedem Spieler so. Auch der Kapitän, auch das habe ich in Düsseldorf gehabt. Ja, also, der, muss, äh, der, der muss, vorne weggehen. Und das wird er aber auch. Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt. Ai, 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 was passiert bei unserem Wetze? Ich bin Schau noch mal in die Runde. Also ich, Thomas Hilmes, er ist extrem down und jetzt voll hyped. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber äh, Noch eine letzte Frage, ist schon ein bisschen angeklungen, aber der äh, journalistischen Vollständigkeit halber, Ihr Vertrag, also Sie bleiben bis zum Sommer diese dreieinhalb Monate und dann ist, dann ist also das ist eine ja. zeitlich ja. genau definierte Das Risik ist zeitlich begrenzt, das habe ich ja auch in Köln gemacht und äh, das ist dann zeitlich begrenzt und dann hoffe ich, dass ich das so genauso erfolgreich wie in Köln beende, da haben wir auch den Klassenerhalt geschafft und das wollen und werden wir hier auch. Boah, Mann! Das ist so eine klare Aussage einfach. Alle Fragen beantwortet. Ich sehe zumindest aktuell nur zufriedene Gesichter. Das passt so. Dann... Vielen Gott, dann kann Dank Dank er sich jetzt vor lauter, 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 lauter nicht äh, vergriff und gibt sich da alkohol milch oder wie das heißt, da rein. Ne? Also nochmal... Ähm, Originalvideo ist natürlich verlinkt, ist auch hier eingeblendet gewesen. Ne? Schaut euch das bitte nochmal auf dem Kanal vom FCK an. Ähm, das ist, das ist halt Wahnsinn und hinterlasst dort bitte ein Like. Ähm, natürlich klar, ich weiß auch, es wird ja oft immer kritisiert, so das Wegzoomen, hin und her schwenken. Aber ey, so what? Es gibt eine Pressekonferenz live zu bestaunen und äh, ich denke, das ist halt nichts. Ähm, Nichts äh, Normales in Anführungszeichen. Ne? Da muss man schon sagen, Pressekonferenz ist normalerweise nur für Presse und äh, soll nicht als Entertainment irgendwie so dienen. Und von daher ähm, geht, geht einfach mal so damit um. So. Wir können doch froh sein, dass der FCK sowas macht und das finde ich super. Und daher nochmal äh, geht dorthin, hinterlasst ein Like und äh, vielleicht sogar noch ein toller Kommentar. Was der Friedhelm betrifft ähm, und auch das, was äh, die Leute dazu so umsetzen, ja. Boah, oh, ich habe Gänsehaut. Also, was sagt ihr zu, zur Pressekonferenz? Es ist ein Wahnsinn. Ich fühle mich irgendwie wie, wie in Trance. Erst irgendwie gestern total aufgeregt, weil mein echter Kragen geplatzt ist. Äh, falls ich da jemandem zu nah getreten bin, äh, sorry, aber das, das ist wirklich so, müsst ihr verstehen. Wenn du sowas erzählt bekommst, das ist nicht einfach. Und dann noch in so einer scheiß -Situation, dann merkst du einfach, dass da irgendwie was nicht so ist, was nicht so sein äh, dass da was ist, wie, so wie es nicht sein soll. Ich könnte, ich könnte um mich schlagen, ich, Aber gut. Dann heute Morgen äh, die Gewissheit, beziehungsweise gestern Abend. Hm. Die Gewissheit, dass wir einen neuer Coach haben. Und dann, dann, Und dann frage ich mich aber trotzdem, ich habe ja doch noch was zu meckern, ne? Es, es wäre ja auch irgendwie nicht normal, wenn ich nichts zu meckern hätte. Also, Leute. Moment, da muss ich erst, ich glaube, da muss ich erst wieder übertragen. Jawohl, da ist es. Ähm. Ich hätte noch was anzumerken. Ich habe heute morgen auch was zu meckern gehabt, das haben wir ja gesehen und jetzt habe ich auch wieder was zu meckern und ich präsentiere euch das jetzt just in time, wie es so schön heißt. Nun, bevor es wieder heißt, der äh, Litz, ja, der Litz. Den müssen wir aufpassen. Auf der Litz. So, da ist es. Zack und zack. Wissen da was habe ich denn gesagt, wer die Meldungen veröffentlicht, ab wann was 100% und äh, dann auch gilt? Der FCK, richtig oder falsch? Vorher ist alles Spekulation. Jetzt ist ja Novoline als FCK-Sponsor hingegangen und hat veröffentlicht, äh, einfach so heute Morgen, noch vor dem FCK selbst: Ah ja, der Kamotsis ist entlassen. Der Beweis hat man heute Morgen im Daily Coffee Dose, in dem Stream. Und jetzt kann ich euch sagen, was ist denn das? Auch das ist ein Screenshot. Wie gesagt, die Zeitangabe stimmt jetzt nicht mehr. Auch das ist ein Screenshot vor der, Öffentlich äh, vor der Veröffentlichung vom FCK. Oder durch den FCK. Da geht der, da geht der Sponsor hin und haut sowas raus. Aber das kann doch nicht wahr sein, ey. Also wenn ich jetzt, das heißt, wenn ich jetzt als Fan irgendwie eher Bescheid wissen will, was jetzt öffentlich und Phase ist, dann gehe ich einfach jetzt hin und gucke bei NovoLine oder was? Was ist denn das eigentlich? Ist das ist das, das ehemalige Löwendingsbums? Ist, ist das äh, nette Spielautomat oder was mache die? Keine Ahnung. Also ich finde das unter aller Kanone und da frage ich mich halt wieder, wie kann das sein? So, wie, warum? Was soll das? Ihr seid doch ihr seid doch jetzt schon unbeliebt. Da macht euch nicht doch noch unbeliebter so. Weil auch das trägt nämlich dazu, was hätten dann jetzt gemacht, wenn beispielsweise Bruno Labbadia da gehockt hätte oder der Marco Kurz. Also, ein bisschen wünsche ich mir es ja, wenn es so gelaufen wäre. Weil die Gesichter oder die Postings. Die wären so schnell wieder weg gewesen. Also ist. Naja, egal. So was erwarte ich halt vom einem Boulevardblatt, wie beispielsweise Bildzeitung oder so. Aber doch nicht. Ach, komm. Ist egal. Weißt du, ja, erstmal vor der eigenen Haustür kehren und dann. Wie die Busfahrt nach Lourdes. Ja. Jetzt kommen die Heinz-Becker-Zitate. Was? Absoluter Wahnsinn. Friedhelm rockt das. Das ist so verrückt. Und guck mal, der das ist ja jetzt echt ein Trainerteam. Du hast ja auch noch den Oliver Schäfer als Athletik-Coach. Jetzt, jetzt gibt es doch in ach so, der Acht so den, den äh, jetzt noch mal schnell den Nick, der, der ist ja auch noch da. Ey, das, das Du hast jetzt Leute, die wissen alle, was sie können. Oder wir wissen ja, was sie können. Die wissen alle, was sie, was sie drauf haben. Die wissen alle, was sie zu tun haben. Jetzt hast du einen Coach, der... Alleine nur durch die Anwesenheit schon irgendwie Ehrfurcht ausstrahlt. Du hast jemanden als Co-Trainer, der sein ganzes Vertrauen in Friedhelm Funkel wirft. Also, du, ihr, du glaubst doch nicht echt, dass jetzt beispielsweise der Co die größte Lachnummer wäre. Nee, so ist es nicht. Ich glaube daran nicht. Und mit diesem Team gehen wir jetzt also weiter in der Saison Richtung, Richtung Saisonende. Ey, das wird einfach nur. Geil. Das wird einfach nur geil. Natürlich gibt es noch vielleicht den einen oder anderen Ausrutscher, das ist legitim. Ey, aber wir werden nicht sang- und klanglos abscheißen oder so. Und ich bin vom Klassenerhalt definitiv überzeugt. Meine Fresse hat der heute abgeliefert und der ist. Wie viele Stunden ist er da? So, das ist doch jetzt irgendwie. Da ist kein Zettelchen, da ist, sind keine Phrasen, da hatte. Ja, wie ist denn das jetzt? Ich, ich will gar nicht mal nachlesen, weil es waren viel zu viele Chat-Nachrichten. Ist ja auch schön, schön, dass ihr alle da seid. Noch schöner ist, wenn er ein Link, äh, ein einen Like da lässt. Vielleicht sogar noch ein kostenfreies Abo, kostet ja nichts. Also wirklich. Habt ihr mal eine Phrase jetzt gehört, außer von Spiel zu Spiel? Das war einmal drin, aber das, das wurde ja wiederum begründet, wie er das meint. Und DFB-Pokal, das muss aus den Köpfen, das ist scheißegal. Wir konzentrieren jetzt uns auf das Spiel, wenn das Spiel gespielt ist, wieder aufs nächste Spiel. Genauso soll es doch sein, oder habe ich da irgendwie was falsch verstanden? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Kann ja sein. Keine Phrase gehört. Keine, keine äh, wie, wie nennt man das? Phrasentrescherei oder sowas. Ich bin. Meine Stimme überschlägt sich gleich. Alle können beim Training zu... Stimmt, die öffentlichen Trainings das ist ja auch noch sowas. Gut, ich würde jetzt mal behaupten, äh, sind ja bei öffentlichen Trainingsanheiten nicht zwingend immer nur Fans. Und wenn es dann um was geht, wie beispielsweise DFB-Pokal, also da würde ich vielleicht dann doch mal die eine oder andere Trainingsanheit unter, äh, oder hint hinter verschlossener Tür machen. Aber nochmal, er ist Head -Coach. Und der wird wissen, was er macht. Der hat so viel Erfahrung. Der war ja. Der hockt sich da hin und er erzählt halt, was er da vorhat und woher er kommt und wer er ist. Muss er gar nicht erzählen. So, der ist. Wenn ich euch sage, es gibt ein Video, der kommt auf den Trainingsplatz und die Leute applaudieren und der wirkt irgendwie, wie wenn es ihm peinlich wäre, weil er ja noch nichts gemacht hat. Ne? Ich bin einfach nur echt begeistert. Was soll ich euch sagen? Da, da geht da nicht hin und hebt noch die Hände, was vielleicht manch einer gemacht hätte. Ne? Nee, der. Äh hat mal so kurz gewunken und dann hat er sich äh, aufgrund des Windes nochmal die Haare irgendwie so zurecht gemacht. Es ist, es ist halt wirklich. Also jetzt, spätestens jetzt könnt ihr euch sicher sein, der Betz ist jetzt immer ausverkauft. Also zumindest für die ersten paar Spiele. Meine Fresse, ey, was ist da bekloppt? Und wenn jetzt noch irgendjemand hier, ich sehe gerade die Zuschauerzahlen, wenn jetzt hier jemand kann und will, dann geht auch auf mitgliedschaftzukunft.de und werdet noch Mitglied im e.V. Also hopp. Auf, werde Teil des Wahnsinns. Weil Fakt ist, wenn du kein Mitglied bist, dann darfst du dich ja nicht über gewisse Sachen beschweren. Das andere legitimierte ein bisschen dazu, aber nur ein bisschen. Das heißt nicht, dass du irgendwas erfinden sollst. Das Derby gegen Karlsruhe dürfte bestimmt ausverkauft sein oder noch werden. Auch die Fahrt ins Frankenland macht wieder Spaß gut, ich muss ja nicht mehr hinfahren, ich bin ja schon doof. Ich bin so aufgeregt, ich bin schon doof. <laughs> Und alle können beim Training zuhören. Genau, ich habe Hoffnung, manch eine Personalie jetzt auch auf der Bank verspielt. Oh, das ist ein guter Punkt. Ich bin auch sehr gespannt, wie. Ja, bin ich wirklich sehr gespannt. Ich habe da sehr kritische Blicke hin. So. Bin extrem gespannt. Ich habe euch gesagt, was mal zugetragen wurde, gestern im Stream. Was mich wahnsinnig gemacht hat. Weil das halt alles deckungsgleich ist. Da ist nichts irgendwie aus dem Arsch rausgezogen oder so. Also, aber ich, ich nenne keine Namen. Ich mache im höchsten der Gefühle Andeutung, mehr nicht. Ich sag nur, da passiert was, was ich nicht für gut heißen kann. Und das so absolut nicht und noch nicht mal im Ansatz was mit den vermittelten Werten zu tun hat. Wenn man die Werte. Runterbetet auf von mir aus aus Marketinggründen ja kann ich ja irgendwo verstehen aber da muss man es so halt ah, zumindest zum Teil umsetzen wenn man dann so einen Scheiß erlebt und sowas hört von von Leuten ah, nein nein und wir reden hier nicht von Zuschauern ich bin fassungslos und immer noch bis aufs Mark erschüttert wirklich das geht nicht und spätestens jetzt spätestens jetzt wird er einerer Wind Ach so, und äh, weil ich es vorhin gelesen hatte im Chat, oh Mann, ich kann es nur noch sinnesgemäß wiedergehen, Fällt ihr euch auf, dass der Hängen nicht da ist? Bla bla bla. Ich bin mir sehr sicher, dass Hängen wohl anwesend war und es vielleicht eben vor der Pressekonferenz mit Friedhelm Funkel auch eine Presserunde gab. Ja, ansonsten kann ich mir das nett vorstellen. Auch Thomas Hängen hat heute sicherlich die eine oder andere Antwort noch gegeben. Kann man, oder? Weiß da jemand mehr? Also ich. Ich denke schon, dass da ähm, man als Medienvertreter schon ordentlich behandelt wurde, oder? <laughs> Hoppla. Mensch, der Funkel hat euch zum Training-Zuschauen eingeladen. Da müsst ihr hin. <laughs> ja, genau. Wir reaktivieren die Kibitz. <laughs> ich bringe den Grill mit. Du die Würst. Ach ja. Wir sind die Erste und Alle müssen äh, was und wir müssen alles tun, um Funkel zu unterstützen. Wir müssen nicht nur Friedhelm Funkel unterstützen, wir müssen das ganze Team unterstützen, egal ob das Einwechselspieler sind, Stammspieler sind, äh, Trainer, äh, Athletic Coach, äh, was weiß ich noch was. Von mir aus klatsche ich ja am Zeugwart entgegen. Bitte, natürlich. Der gehört doch genauso zum Team. Busfahrer, alle. So, das klingt übertrieben, aber so war es früher mal. Das war früher mal alles ein Kopf und ein Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Boah, hm. also ich denke, in unserem Fall ist die PR-Abteilung des FCK zu langsam. Auch wenn ich die, diese Firma auch nicht positiv, wäre. welche Firma, die Novoline oder was? Na und, das legitimiert, also wenn die Betze zu langsam ist in deiner Auge, legitimiert das trotzdem nicht, dass man irgendwelche ähm, Statements oder, oder Verkündungen da macht. Das, das ist keine Legitimation, wenn du mich fragst. Vorher ist es Spekulation. Du kannst nicht behaupten, ja, das ist jetzt so, obwohl es noch keine öffentliche äh, oder offizielle äh, Bestätigung gibt. Das ist ja Quatsch. Ähm, das sind jetzt eigentlich alle Trainings öffentlich? Naja, so wie der Friedhelm Funkel das jetzt so gesagt hat, anscheinend schon. Und das äh, finde ich jetzt auch nicht so falsch, ja. ja wobei alle würde ich nicht äh, öffentlich machen. Aber das, äh, ich bin zu pessimistisch. <laughs> Heute Nachmittag sind wir, äh, sind mir einige bitze entgegengekommen. Keiner. Schaute Mürrig alle am Grinsen wie Speckschwaden. Oh Gott, du liest sich das toll. Die Stimmung ist definitiv erneut gekippt, diesmal aber zum Guten. Ey, ich, ich, das macht gerade irgendwas in mir mit mir. Das ist schon Wahnsinn. Ich finde es so mega cool. Der Trainer hat Charakter und eine Menge Erfahrung, und ich glaube, er redet nicht nur, sondern da stecken Taten dahinter. Ja, und äh, vor allen Dingen steckt da ja auch Erfahrung hinter. Das ist, sind keine. Nochmal. Da ist, mir hat ja leider, glaube ich, keiner geantwortet, oder? Ich habe keine Phrasen gehört. Es ist, es ist nichts drin gewesen. So keine Phrasendrescherei oder sowas. Ja, hängen war bei Sky und SWR. Äh, also da stand. Was? Da. Also stand da vor der Kamera und rede und antwort. Ach so, ja, so, also, da habt ihr ja dann im Prinzip die Antwort so. Also, hängen war dann anscheinend auch da und hat tatsächlich, äh, alles andere hätte mich ja gewundert. Hopp. Also, als Medienvertreter hat man da sicherlich ähm, genug Chance gehabt, äh, etwas, etwas zu tun und zu erfahren. Und ich finde es, find so muss es sein, so. Was das betrifft, finde ich jetzt echt einfach nur glückselig, ohne Mist. Hosch, die Putzfrage. Die gehört halt genauso dazu. Ach ja, ey. Habt da mal die Toiletten angeguckt an so einem Spieltag, Alter? Da kann man keiner weiß machen, dass er so bei eurer Mutter aufs Klo geht. Nee. Nee. Also wirklich, das ist ja unmenschlich, was da ohne Gummistiefel geht und Betze sind aufs Klo. Ich finde das so abartig, was so manch einer da veranstaltet. Aber komm, ist jetzt ein anderes Thema. Fußfahrer von Betze ist mal wichtiger als der Cheftrainer vom Detail. Ja gut, das ist ja so. Also, was interessiert mich jetzt meins 05? Ja, ich habe ein gutes Gefühl, weil durch Funkel wieder Ruhe reingebracht wird und väterlich auf Spieler einwirken kann und nicht auf Konversation. Atze auf jeden Fall. Ich hoffe immer auf volle Hütte, auch durch die blöden Anstoßzeiten. Sie waren mal beschissener. Muss ich da muss ich noch ergänzen? Ne? Waren mal beschissen, also ich erinnere mich mal an Montagsspiele. Das war ja voll die fette Mega-Idee. Ah, da hat ja aber der Protest ja damals auch nichts gebracht, gell. Naja, gut, also, ihr seid wohl zufrieden mit Friedhelm Funkel? Ich hoffe, oh, Reaper ist jetzt Supporter! Reaper! Vielen lieben Dank! Herzlich willkommen in Ihrem Haus, ja? I Don't Like Mondays, genau. Das war früher so. I Don't Like Mondays. Ich erinnere mich noch an die Postkartenaktion. Da wurden Postkarten von der Aktion kein Kick vor zwei" hieß das. Das war so von Ultras gegründet bundesweit. Und kein Kick vor zwei" hatte Postkarten vorbereitet, die man dann ausfüllen konnte vom Stadion. Hat sie in die Box geschmissen und die ganzen Postkarten wurden einfach zum DFB geschickt. Aber damals richtig geil, die Aktion. Mein Gott. Also das war wirklich. Oder auch Shirts. Gab es nicht sogar Schal? Nee, Schal gab es nicht, ne? Doch, irgendeine ultra Kopierung hat der Arschal bei uns nur nicht, oder? Wie war das noch? Ich erinnere mich doch daran. Also ich habe definitive Shirt und ich habe äh, noch eine nicht abgesendete Postkarte. Ich habe mal einen Rohling genommen. Montags in Nau oh, herrlich. Ach, oh, da war so widerlich, Alter. Oh ja, da gab es weiße Trikots. Ah ja, so. Also Marc, ich glaube, wir sind äh, verwandt, was? Wenn ich eine Frau wäre, hätte ich mich verliebt. <laughs> Sehr schön. Aber du kannst dich ja als Mann verlieben. Sprich doch nichts dagegen. Stand heute fahren wir mit zwei Bussen nach Nürnberg. Ha. Als Geschenk und mehr Horn unterwegs. Heideheim, Schiff, Trainer getroffen. Das war noch Regionalliga. Da waren die noch Re Regionalliga. Der hat uns aus der Seele gesprochen. Absolut bin ich ganz deiner Meinung. So, ihr Lieben. Vielen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hinterlasst gerne kostenfreies Abo, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Das wird mich sehr freuen. Guckt euch die PK noch mal in Ruhe an, wer es noch nicht getan hat, beim Betze auf dem YouTube Kanal. Link ist in der Beschreibung. Wir hören und sehen uns, wenn ihr wollt und Mitglied auf diesem Kanal seid. Es ist kein kann, aber durchaus äh Quatsch, es ist kein kann, aber ein muss. Ne, umgekehrt natürlich. Es ist kein muss, aber ein kann. Ähm ja, sehen wir uns gleich bei der Unzerstörbar-Aufnahme Nummer 82 mit dem Sebastian und mit mir. Würde mich sehr freuen und ansonsten wünsche ich euch jetzt wirklich noch einen schönen Abend. Genießt ein bisschen den, die positive Vibes, denn die letzten Tage haben ordentlich Energie gekostet, bin ich ganz ehrlich. bin da platt wie Flunder, aber wenn ich nicht so wirke. Äh, und äh, bis dahin, ja, macht's gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich lese dann noch meine private WhatsApp. Versprochen. Alles klar. Nett erschrecken. Es kommt jetzt Daily Coffee Dose Outro. Ja, Steffen, bis dann. Ja, alles klar. Hopp, ihr Liebe. Schön, dass er da war. War cooler Austausch. Ja. Bis dem. Oh, alles klar. Bis demnächst. Macht's gut. Morgen 9:30 bis. Ich streich das bis. Okay. Ciao.